sind sie? Gerade noch hinter mir. Wollt ihr da jetzt hoch? Oh, 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 oh! Macht da gleich einen Abgang. Der ist aber auch echt schmerzfrei, was das betrifft, ne? Ja. Da geht mir schon der Stift beim Zugucken. Vor allem so rückwärts runter ist immer scheiße. Ist das da oben der Prinzessin im Weg? Was? Ist das da oben der Prinzessin im Weg? Ja, da gibt's doch einfach sowas, oder? Ja. Warum ist das denn wieder heiß? Ja, Kühler wahrscheinlich zu, oder? Du hast doch den kleinen Hochdruckreiniger mit, oder? Ja. Hast du den kleinen Hochdruckreiniger mit? Ja. Müssen wir nachher mal die Kühler sauber machen. Die müssen meinen auch sauber machen. Hast du extra so ein Netz drüber gemacht noch? Auch nicht verkehrt. Ja, bringt das gar nicht viel. Das bringt eigentlich nur was gegen Schotter, Steinschlag und so. Aber au, jetzt kommen wir wieder runter. Respekt! Man soll das nicht sagen, aber der ist steil! Ja! Mir geht schon der und glatt! Mir geht schon der Stift beim Zugucken, ey! Wie beim Zugucken! Ja! Wie du da auf einmal hingst und ah, schräg, ja, auf drei schräg. Reifen! Ja! Drei so, Reifen, oh, gleich liegt er drunter!
Boah, diese die macht dann Spaß. Ja, aber ganz ehrlich, die CF Motos mit ihren Differentialsperren, das will mir so auf den Sack gehen. Ja. Die kannst du ja nur reinmachen, wenn du Allrad drin hast. Okay. Und du hast hinten und vorne Differential, das ist mega ätzend. Ja, auch nur. Da hast du dich hinten Dauer gesperrt? Ja. Ja, ich auch, eher nicht. Achso, eher nicht. Nee. Das ist immer doof, wenn du hinter den CF Motos fährst, ja, kriegst du auch den ganzen Dreck ab. Okay, ja, der eine dreht mal durch. Ja. Hallo? Immer die CF Motos, ey. Was? Deswegen haben gute Quads auch eine Dauergesperrte Hinterachse.